Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und ja, genau, liebe Leute. Es gibt jetzt erstmal einiges zu sagen. Ich glaube, ihr seht schon, was Sache ist. Oh Gott. Hab ich mich doch direkt wieder erschrocken hier. Nein, geh weg. Es sieht besser aus, das Spiel. Aber es liegt einfach daran. Ja, ich habe mir die PC-Version besorgt. Tatsächlich, Freunde. Wir haben die PC-Version. Sind umgestiegen. Ich habe das jetzt Ganze nochmal nachgespielt. Und damit das halt grafisch und alles auch, ja, viel besser aussieht als auf der PS2-Version. Und schaut mal hier, was wir hier gefunden haben. Ich meine, wir sind hier vor dem Restaurant. Und wir haben hier Pistolenmuni gefunden. Wir haben ja gar keine Pistole, aber das ist doch schon mal gut, dass wir hier zumindest die Pistole haben, ne? Und, genau, noch eine Sache. Wir haben drei Erste-Hilfe-Kästen, drei Tonicums. Es würden wahrscheinlich jetzt hier noch ein paar rumliegen, weil ich ziemlich schnell hier hingegangen bin. Aber, ganz genau, Freunde, wir sind auf die PC-Version quasi umgestiegen. Ich glaube, die ist nicht viel anders, nur die sieht halt wesentlich besser aus und genau, das sollte eigentlich passen. Es gibt noch eine Sache zu sagen, und zwar, ja, wir gehen mal ins Hauptmenü zurück. Ich mach mal kurz hier einen Zwischenspeicher. Wir gehen mal kurz ins Hauptmenü zurück, weil hier kommt tatsächlich noch ein Intro, was ich euch vorstellen möchte. Und was wir tatsächlich ja in der PS2-Version nicht gekriegt haben. Also würde ich mal sagen, jo, warten wir mal aufs Intro. Und genau, ich freue mich schon wieder auf die nächste Aufnahmesession hiermit. Und genau, ich würde mal sagen, bis gleich. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria?
I'm here for you, James. See? I'm real. Ja, das glaube ich nicht, dass diese Person real ist. Jetzt mal ganz ehrlich. Aber wieder ein sehr, sehr stylisches Silent Hill Intro. So wie es sich gehört. Und genau, wir haben unsere Frau Maria da gesehen, wie sie sehr aufreizend sich da präsentiert hat. Über eine Nacht im Hotel berichtet hat. Das Ganze ist sehr interessant. So, genau. Jetzt noch was. Und zwar, ja, wie gesagt, das Intro war richtig genial. Habe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen. Und genau, wir wollten uns nochmal umgucken, wie wir in diese Wohnungen reinkommen, um da zum Park zu kommen. Ja, beim letzten Mal. Alles klar. Ja, Steuerung, wie gesagt, ist alles gleich hier, ne? Habe ich mir alles gleich eingestellt und die Gegner sind doch genauso blöd hier. So, hier muss doch irgendwas sein. Wartet mal. Ich möchte gerne nochmal genau hier gucken. Ob wir hier nicht vielleicht noch irgendwo eine Tür zu den Wohnungen haben. Ob wir hier irgendwas machen können. Und weil wir sind ja beim letzten Mal ein bisschen rumgeirrt. So, hier. Ah, schaut mal. Ich habe den Schlüssel zum Apartment benutzt. Ja, dann geh rein. Dann geh rein und schon sind die Monster weg. Ach ja, Freunde, was freue ich mich jetzt hier drauf. Also, auch mit der PC-Version. Ich meine, ich weiß, ihr hatte gesagt, dass sie ein bisschen verbuggt sein soll. Aber... ja, nicht weiter schlimm, würde ich sagen, ne? So, gibt's denn jetzt hier irgendwas? Also die Munition, die ich da gefunden habe gerade eben, also bevor ich die Aufnahme angefangen habe, war auch sehr klein auf dem Boden. Also, was? Das Schloss ist wohl kaputt. War auch alles sehr klein auf dem Boden, ne? Also irgendwie sind die Items hier sehr gut versteckt, muss man sagen. So, hier gibt es nichts mehr. Ich glaube, wir müssen einfach in die Wohnungen rein. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was da auf uns wartet. Ist da hinten noch irgendwas? Oh ja, tatsächlich. Müll. Kann ich nicht brauchen. Ich guck mal, da liegt da so ein kleines... Nee, das kannst du nicht brauchen. Jetzt wissen wir auch, dass der Hauptcharakter James heißt. Ja. sehr interessant. Und wir suchen unsere Frau Maria. Und wir gehen in diese... Oha. Okay. Wir haben unser erstes Gebäude in Silent Hill 2. Ja, meine Güte. Die Woodside Apartments. Wir haben eine Map. Ja, dann schauen wir uns die doch einfach mal an. Ach, wie cool. Das ist wieder so wie in der Schule damals. Und wie bei... Ja, erinnert mich schon so an Resi. So, wir haben wieder ein Gebäude. Was haben wir hier? Da sagst du nichts zu, James. Aber wir haben einen Speicherpunkt. Ja, das tun wir mal. So, ihr seht, ne, Festplatte, alles, so. Und, oh, da hat eine Katze gemiaut. Ein schönes Tonikum haben wir da gefunden. Und, ja, dann gucken wir uns mal hier in den Wohnungen um. Ich bin verdammt gespannt, was jetzt hier auf uns wartet. Die ist abgeschlossen, okay. Ich guck mal gerade ganz kurz, was mit der Katze los ist. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, sorry für diese vielen Unterbrechungen. Aber jetzt haben wir hoffentlich einen besseren Spielfluss. So, die Tür da hinten war zu. Das heißt, wir müssen direkt hoch. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Mal gucken, was uns da erwartet, ne? Boah. Auf jeden Fall alles sehr kaputt hier. Und hier ist eine Tür. Da können wir schon mal rein, okay. Wir haben immer noch keine Waffe. Und das Radio geht hier. Das heißt, hier sind Zombies drin oder was. Ja, toll. Was ist das? Da ist ein Müllschlucker. Irgendein seltsamer Abfall steckt in einem Loch fest. Ja, okay. Boah, was für eine geile Kamerasicht hier. Okay. Wir sind vorhergekommen, oder? Genau, da sind wir hergekommen. Da gehen wir jetzt auch schön wieder rein. Es ist zu dunkel, was? Um die Karte zu lesen. Ah, okay.
Wir müssen unser Licht anmachen hier. Wir haben doch hier... Ach, wir haben gar keine. Gar keine Taschenlampe. Okay. Na gut, dann... Da. Okay, komm. Komm her. Ah. Das Ding trifft wieder nicht hier. So. Okay, und schlag weiter drauf da. Da muss man wieder tausendmal draufhauen, ja. Verdammt nochmal. In den Häusern möchte ich die Zombies gerne weghaben. Wie oft muss man denn hier draufhauen? Boah, dieses Holzbrett ist echt kacke, Freunde. Dieses Holzbrett ist echt kacke, aber wir haben es geschafft. So, ich würde ganz gerne mich in Ruhe hier umschauen. Kannst du hier in dem Licht kannst du die Karte angucken. Aha. Okay. So, da ist auf jeden Fall ein Punkt markiert. Das ist ja geil. Im Dunkeln kannst du die Karte nicht lesen. Ja, das ist natürlich schon gut gemacht, so, ne? Was ist hier? Da ist nichts, okay. So dunkel. Da war doch eine andere. Die ist zugemauert. Komm mal ins Licht, bitte. Die andere ist zugemauert, ja, tatsächlich. Geile Tür, ohne Witz. Einfach zugebaut. Und hier? Die ist auch abgeschlossen. Okay, James, dann. Jetzt weiß ich, ob ich dich ansprechen kann. Du bist ja James. So, da würde ich aber jetzt doch ganz gerne die Kamera wieder hinter dich haben. Ja? So, die Kamera in Silent Hill, das ist immer ein ganz heikles Ding. Das ist nochmal so ein Teil, aber... Wir schauen uns weiter hier um, aber ich kann die Kamera nicht hinter mich bringen. Das ist gerade ein bisschen eklig. Aber hey. Was? Ich kann die Tür nicht öffnen. Ja, aber du bist doch schon drin. Okay, was ist das hier? Da ist ein... Ah, da ist unsere Taschenlampe. Oh Gott. Was so? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja widerlich. Richtig ekelhaft hier. Ah! Das ist aber irgendein anderes Teil. Das ist aber... Hä? Und ein Vieh ohne Kopf? Oh Gott. Eine Nähmaschine. Da ist nichts Besonderes dran. Also die Grafik hier erinnert mich so ein bisschen an Resi Zero. Auf dem Sofa liegen Arme und Beine... Sie stammen zum Glück von einer Schaufensterpuppe. Ja, Gott sei Dank. Ey, sonst wäre ich die richtig rausgerannt. Ich schwör's euch. Das da ja die Tür, die ist verdeckt. Okay. Gibt's hier was? Schloss ist wohl kaputt. Okay, sonst hier noch. Hier sieht nichts aus, als könnte es nützlich sein. Aber wir haben die Taschenlampe und das ist verdammt nützlich. In der Küche irgendwas noch hier? Ja, guck mal, wir haben noch die Blutabdrücke hier. Bluten tun wir aber nicht, ne? Sehr gut. Okay, jetzt dann haben wir hier noch einfach nichts? Ernsthaft? Ah ja, guckt euch das mal an. Wir kommen da irgendwann nochmal hin. Okay. Das ist interessant. Interessante Kartenzeichnung. Finde ich cool, solche Karten. So. Da hinten kommt er. So, da hinten. Und? Ah, nein. Nicht ankotzen. So. Und weiter draufhauen. Harry. Ach, Harry sag ich schon. James. Hau weiter drauf da mit dem Brett. Ich meine, wir können die ja platt machen. Das ist ja kein Problem. Und bis jetzt auch ohne Schaden. Das ist echt gut. Oh, das hängt hier. Die können wir nicht öffnen. Jetzt können wir auch überall die Karte benutzen. Ha. So, ja, wir sind dann tatsächlich erstmal im rechten Flügel unterwegs, liebe Leute. Wartet schon der nächste. Oh Gott, das sind zwei, oder was? Einen habe ich auf jeden Fall gesehen. Da liegt nochmal Pistolenmunition. Aber... Alter! Aua. Ja. Ja, dann... Ach, mach ihn weg, komm.
Das Gemetzel hier, ey. Ich bin mal gespannt, wann wir eine Pistole kriegen hier. Der hat nur 5 Schläge gebraucht. Wann kriegen wir hier eine Pistole? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute. Alter! Boah, Alter Schwede. Was ist das überhaupt? Das sieht so voll komisch aus. Dieses Etwas hier. Das hat nur 4 Beine. Es hat keinen Kopf. Aber ja, das habt ihr erzählt in den Kommentaren, dass alle Gegner hier, dass die alle die Ängste von James symbolisieren. Aber ich frage mich, warum man Angst vor einem vierbeinigen Monster hat. James, woher hast du solche Gedanken? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch krank, sowas. Oh, ein Klo. So, eine Zeitung liegt auf dem Boden, aber es steht nichts Interessantes drin. Na, wir gucken uns. Einfach ein leerer Raum, wo der Zombie drin war, ne? Ganz toll. So, was sind wir denn hier? Aha, guck dir das an. Alles eingezeichnet hier. Das ist cool gemacht. Da sind wir reingekommen, genau. Dann gucken wir uns mal hier hoch. Habt ihr hier irgendwo eine Waffe für mich? Ich könnte jetzt eine Waffe sehr gut gebrauchen. In dem Privatgemächern hier. Guck mal, da liegt auch nochmal Munition. Wir finden hier wohl nie, aber keine Pistole. Finden massig Munition, aber haben keine Waffe dafür. Das ist... Sonst haben wir hier nichts. Okay. Das heißt, da müssen wir hier wieder raus. Wird das eventuell markiert, wenn da noch was ist? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr verwirrend aus. Aber gut, wir gehen mal nach oben in die 211. So. Du Zombie. Wann aktivierst du dich? Jetzt aktivierst du dich. Okay. So, hau einfach weiter drauf. Das ist ja, wenn man einmal am Hauen ist, einfach gedrückt halten. Ah, guck mal. Man kann einfach gedrückt halten. Dann, guckt euch das an. Der kann verschiedene Attacken machen. Aha, man muss gar nicht immer so schlagen. Okay, das ist interessant. Das Schloss ist kaputt. Das ist cool gemacht. Das ist auch kaputt. Okay. Das heißt, wir haben unsere Taschenlampe hier an, genau wie im ersten Teil der Harry. Und, genau, dann hätte ich mit meiner Kamera hinter mir. Aber das lässt er uns nicht machen. Okay, Freunde. Das heißt, wir müssen jetzt hier laufen. Das ist kaputt. Okay, was sind das eigentlich hier für... Das sind Fenster. Okay, ich verstehe. Das ist auch kaputt. Ja, meine Güte. Da geht's noch rein. Oha. Was ist hier los? Was ist hier los in der 208? Was? Was ist das? 3 Nadeln von verschiedener Höhe stehen. Die dicke, die Länge und die Dünne. Die lange und die Dünne. Von langsam zu schnell nach rechts sie gehen. Scott nicht auf 3, sondern 15 ruht. Was? Diese Nachricht, sie muss von der Person stammen, die hier gelebt hat. Ja. Okay. Wir schauen uns einfach mal hier um. Dann gucken wir, ob wir hier irgendwo ein Rätsel mit 3 Nadeln oder sowas finden. So. Ja, jetzt nehmen wir wieder die Nachricht. Ich möchte mich nur genau hier umschauen. Das ist nämlich so ein alter Fernseher. Ein Fernsehgerät. Da ist nichts Ungewöhnliches dran. Oh, spannend. Spannende Musik hier, du. Ist die Musik weg. Hier sind überall so Türen offen. Ach, guck mal. Was steht denn da? Da steht etwas auf der Uhr geschrieben. Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit abhält. Willst du die Uhr verschieben? Nein, lass mal erstmal. Aha.
Die Uhr ist um 10.43 Uhr und 15 Sekunden stehen geblieben. Das Ziffernblatt ist geschlossen. Es ist verriegelt. So kann ich die Zeiger der Uhr nicht berühren. Das war ein Aufhauen, oder? Okay, wieder ein Uhrenrätsel. Was ist das? Henry Mildred, ah, jetzt kommt wieder mein, ja, Kuckucksruhe. Henry Mildred Scott. Okay, links. Aha. Das ist, ah, das ist jetzt hier so ein, das ist jetzt so ein Rätsel, ne, mit so drei. Aber wir kommen ja nicht da dran, aber können wir die Uhr trotzdem verschieben? Nee, geht nicht. Egal, wie sehr ich schiebe, sie bewegt sich nicht. Es scheint, als wäre sie am Boden festgeklebt. Ja, durch Klimakleber. Nein, Spaß. Der Boden und die Wände zeigen Kratzer. Sieht aus, als wäre etwas Schweres hinterhergezogen. Ja, das sieht man auch da im Hintergrund, da geht's rein. Da ist ein Loch hinter. Aber da lässt uns nichts machen. Okay, wir brauchen noch irgendwas, um an die Zifferblätter zu kommen. Ah, einen Moment. So, da bin ich wieder. Oh Gott, ey, meine Frau hat mich zu Tode erschreckt. Das ist einfach wegen dieser Musik hier und ich war gerade so in der Stimmung. Und auf einmal reißt meine Frau die Tür auf. Um Gottes Willen, ey. Ich hab mich aber total erschreckt. So, ich glaube. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr, ne? Bei der Uhr kann man noch nichts machen, scheinbar. Aber hier scheint irgendwann ein Rätsel auf uns zuzukommen. Okay, ich verstehe, Freunde. Gut, dann schauen wir uns mal hier nochmal ein bisschen um. Da können wir nicht hin. Ja, genau, da ist die Uhr eingezeichnet. Schaut mal da. So, aber ich glaube, hier haben wir da tatsächlich auf der Etage erstmal nichts mehr zu tun. Draußen konnte man ja noch eins hoch, ne? Und noch ein Stockwerk. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal weiter. Ja, nach den, der Schreck lässt nach, ey. Ich hätte noch kurz was gefragt, aber mein Gott. Da war hier diese spannende Musik und ich war gerade so in Gruselstimmung und da reißt dann auf einmal jemand die Tür auf. Das kann einen schon erschrecken, ja. Okay. Hier raus. Hier kann ich mich komischerweise besser orientieren. Ich weiß nicht warum. So, dann gehen wir mal hier weiter hoch. Oh Gott. Oh, lass doch die Musik bleiben. Oh Gott. Oh Gott. Lass doch die Musik bleiben, Leute, bitte. Was schaust du dir alle an? Jenseits der Stangen liegt ein Schlüssel auf. Wenn ich meinen Arm ausstrecke, könnte ich ihn vielleicht erreichen. Das könnte sein, dass da irgendwas dann... Mach ihm mal so ein Quicksave. Könnte sein, dass dann irgendwas da kommt. Oder? Kommst du da dran? Hey, wer bist du denn? Ich kann ihn nicht erreichen, egal wie sehr ich mich strecke. Aber wer ist das Kind? Hier läuft ein Kind rum. Bitte was? Hier läuft einfach so ein Kind rum, okay? Das hat mich jetzt überrascht. Tatsächlich. So, wir haben wieder hier unsere Taschenlampe. Schloss ist kaputt. Na komm schon. Die Grafikeffekte sind geil hier. Das Schwingen der Taschenlampe. So, hier haben wir nochmal so ein Zimmer, da ist aber auch nichts drin. Oh Gott, mach die Musik weg. Danke. So, was haben wir hier? Ach! In diesem Einkaufswagen. Da haben wir eine Pistole gefunden. Na, endlich, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Volles Magazin, enthält 10 Patronen. Leichte Faustfeuerwaffe. Nicht sehr effektiv, aber leichte Handhabung. Ja, danke. Boah, endlich habe ich eine Pistole, Leute. Oh mein Gott. Ah, danke. So. Ist sonst irgendwas? Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Aber wir haben eine Pistole. Ja, wir haben endlich eine vernünftige Handfeuerwaffe.
Nicht mehr nur ein Holzbrett. Was? Die Mauer ist pockenartig. Okay. Überzogen mit Einschusslöchern. Oha, was ist hier passiert? Ja, das ist sehr mysteriös gerade. Aber wir haben eine Pistole, ja, danke. Schloss ist kaputt. Sonst gibt's hier gar nichts, aber wir haben eine Pistole, die nehme ich. Also, dafür haben wir ja die Mutti gefunden, ne? Okay. Sonst haben wir hier nichts. Da sind noch zwei komische Türen, die man irgendwann wohl aufkriegt, ne? Hm, okay. Gehen wir mal wieder raus hier. So, was ist das? Exit oder was? Exit. Das Schloss ist kaputt. Ja, super. Das heißt, wo müssen wir jetzt weitermachen? Haha, ihr seid litzig. Okay, wir müssen da irgendwie rüberkommen. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt weiter? Ha. Hier ist bis dahin, merkwürdig. Echt merkwürdig. Das ist kaputt. Ach, jetzt kommt auf einmal hier... Da ist ein Gegner hinter. Okay. Ja, toll, aber... So, mehr kann man hier oben tatsächlich nicht machen, habe ich das Gefühl. Oh, diese Musik hier ist echt krass. Okay. Müssen wir da vielleicht nochmal bei dem Müll gucken? Wir gehen nochmal eins runter. Ah, wartet mal. Was ist das hier? Na, schade. Ich dachte, das wäre so eine Stange, die man mitnehmen kann. Aber... Dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Gucken uns das hier nochmal an. Was ist das nämlich... Das ist der Müllschlucker, irgendein Sinn. Das ist im Abfall. Ja, was? Nur eine ganz normale Waschmaschine. Nichts Interessantes. Na gut. Dann ist das Ganze ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Oh Mann. Ich hänge jetzt schon wieder fest hier, oder was? Alter. Was war das? Irgendein Geräusch. Nördlich von hier. Ja, dann lauf. Lauf. Um Gottes Willen, was ist das? Der wird rot. Irgendein Zombie auf jeden Fall. Aber damit können wir nichts machen. Okay, verdammt. Vor der 209. Okay, das ist gruselig. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ah, wartet mal, da hinten sind noch Treppen. Aber da können wir nicht hin. Verdammt. Oh, alles klar, da ist sowieso meine Uhr. Okay. Na gut. Oh Gott, wie gruselig hier. Echt. Wow, Freunde. Gut. Ich speichere mal hier. Würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und dann lasst die Glocke läuten. Dann würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und mir ist hier, jo, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.